Hier begrüße ich auch eben kurz YouTube. Heute spiele ich Shin Megami Tensei, ein RPG. Die vorherigen Teile hierzu finden, die kenne ich nicht. Also ich kenne nicht Shin Megami Tensei 1 bis 4. Aber ich fand den Trailer so gut, dass ich das Spiel mal spielen wollte. So, auf welchen Schwierigkeitsgrad möchtest du spielen? Ich nehme jetzt erstmal nicht schwierig. Wir nehmen hier, es ist eine spannende Herausforderung. Wir nehmen jetzt nicht entspannt, weil das wahrscheinlich zu leicht wäre. Kann man den Schwierigkeitsgrad im Nachhinein noch ändern? Ah, ich kann ihn auch jederzeit ändern. Okay, wir machen anfangs erstmal entspannt und hinterher stelle ich aufs Normal. Ich will erstmal ins Spiel reinkommen. Weil ich kenne die Spielreihe halt nicht. Aber ich wollte es halt trotzdem mal spielen. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass es da richtig coole Features gibt bei dem Spiel. Und allein deswegen will ich schon spielen. Bei Filmsequenzen mache ich den Avatar vorübergehend weg. Und wenn gleich mal richtig Musik kommt, muss ich mal hier Audio überprüfen. Okay, eine Filmsequenz. Ich bin mal kurz weg. Long ago, the world of order was created by God. And his servants, the angels, led it on its proper course. It was in such a world that countless mortals led happy, fruitful, and prosperous lives by his grace. However, even God's world is not eternal. The pure, unsullied path that God had forged will, as fate dictates, become a muddled, poisonous swamp at the hands of humankind. Disrupted order begets chaos, and chaos will likewise be consumed by order in turn. How will these keepers of knowledge strive and perish during their final futile hours in this doomed world? Let us watch them at our leisure until the new ruler is seated upon the throne. Listen up. Everyone should have their own personal tablets now, but it sounds like some of you still need to get them registered. Those temp accounts are about to expire, so anyone who's been putting it off better get on that. Oh, ich muss meinen Namen eingeben. Ja, ich gebe Shining ein. Und falls Sie nach einem Nachnamen fragen, nehme ich meinen Gruppennamen. Die wollen auch einen Nachnamen. Wir schlachten ja aber auch Dämonen, ne? Warum nenne ich mich nicht einfach Slayer mit Nachnamen? Oder ich könnte auch einen richtig coolen japanischen Namen eben kurz googeln. Ich will halt jetzt nicht aus irgendeinem Anime einen Namen nehmen.
Wir nehmen Slayer. Obwohl, das klingt so, als ob ich mich selber versuche umzubringen. Wisst ihr was? Ich nehme einfach den Namen von meinem Hauptcharakter aus meiner Geschichte, die ich selber schreibe. Das ist mein Name jetzt. Und ich mache mich wieder weg. Remember the buddy system. Go back to the dorm in groups. That's it for homeroom. Kann ich kurz sagen, ich finde diese Uniform mega hässlich. Darf ich spielen? So, jetzt bin ich hier. Die Schüler sollen in Gruppen zum Wohnen geben. Du solltest jemanden finden, den du dich anschließen kannst. Wer sieht besonders aus, außer den beiden, die man im Intro gesehen hat? Keiner von denen. Ich kann nicht mit jedem reden. Darf ich mich euch anschließen? Wer ist Yuzuru? Okay. Ich finde es übrigens nur doof, dass ich nur 8 Buchstaben verwenden durfte. Sonst hätte ich Shigadari oder Akadari Town als Nachnamen genommen. Fände ich richtig gemein. Im Moment, ich will den Avatar ein bisschen schieben. So. Ja. Ja, die nehmen mich auch nicht in ihre Gruppe auf. Meine Vermutung ist, mit dem, der an der Tür steht, konnte ich zum Wohnheim. Oh, da wurde jemand am Bahnhof angegriffen. Wir bleiben nicht ewig in dieser Zeit. Das ändert sich ganz schnell. Soweit ich das vom Trailer gesehen habe. Also, ich bin gleich in einer apokalyptischen Welt. Okay. Ich soll nur der Handlung folgen, wie gemein. Komm ich mit dir zum Wohnheim? Du hast ja nicht mal Augen! Oh Gott! Wer hat ihm die Augen genommen? Ach, ich bin schon seit Ewigkeiten Einzelgänger. Ich will doch nur einen Freund. Nein, ich habe Kollegen. Aber das Spiel ist generell Solo-Gameplay, also egal. Ja, wenn man keinen findet, muss man alleine latschen, ne? Hey. You heading back alone? Jo. Und ich muss mich wieder wegmachen. You heard that talk about it being safer to go home in groups, right? You should walk with us. Hä? Ah, ich habe eine Ausweichmöglichkeit von mir aus. Sofern das in der Filmsequenz ist, werde ich mich auch während sowas, also so eine Auswahlmöglichkeit jetzt nicht entavataren, sage ich jetzt mal. Hi there. Ah, das ist die Schwester von dem einen offenbar. I didn't know you knew him, Miyazu. I mean, not really. They've met in passing. I think Miyazu and I ran into him a couple times. Yeah, Tao. Something like that. Aww. You're lucky your big brother looks out for you so much, huh?
I guess. We're the only family we've got. I don't think it's that strange to look out for my little sister. Sure, sure. So, how about we all walk home together? Da kommt jetzt bestimmt noch eine Filmsequenz. Nee, doch nicht. So, ich bin hier an der Yuin-Oberschule. Schade, kann ich nicht an die Zehren. Da würde ich dann auch den Basketballclub versuchen beizutreten. Ich weiß, dass das gleich noch sich eine apokalyptische Welt umändert. Ah, ich kann auch nur dem Weg folgen, ne? Hallo, wer bist du? Ach, eine gestresste Frau. Die natürlich direkt angefressen ist, nur weil ich da lang lief. Warte. Ich muss mit dir reden. Rätselhafte Selbstmorde, plötzliche Gewaltausbrüche. Oh Gott. Dann gehen wir mal über den Shinagawa-Bahnhof. Wenn das Spiel jetzt wirklich fast nur aus Filmsequenzen besteht, dann überdenke ich nochmal, ob ich mich bei Filmsequenzen wegmache, sondern dass ich mich dann einfach nur kleiner mache. Oh, right. Tao, you said you wanted to talk about something? Oh, it's nothing. I've just been having these weird dreams lately. I keep hearing this distant voice, like someone far away is calling out to me. It keeps getting closer and closer, but just when it seems like they've almost found me, I wake up. Oh. And I keep having that dream every night. Kinda getting to me. I wish someone could tell me what it all means. Probably a reflection of something subconscious. Maybe you're just stressed over the future. It would make sense, since... Something going on? Looks like. Here, I'll go check it out. Leute, ich glaube, das Spiel steht fast nur aus den Filmsequenzen, deswegen mache ich mich bei Filmsequenzen jetzt einfach nur ein bisschen kleiner. Oh, hier sind echt viele Leute zum Reden. Ja, komm, dann reden wir erstmal mit allen. Glaubt nicht, dass das irgendeinen Unterschied bei der Geschichte macht, außer die Entscheidungen, die ich da treffen konnte, ob ich jetzt alleine gehe oder mit der Gruppe. Ich glaube, dass das einen Unterschied macht. Ich dachte erstmal kurz, wir wären aus Versehen auf irgendeiner Messe gelandet. Weil hier so viele sind. Ja, irgendwas ist da wahrscheinlich los, Pao. Oh, da ist dann wohl ein Unfall passiert. Da hat jemand Ketchup verschüttet. Ich gehe sofort da vorne hin. Oh, du bist einer der wenigen hier, der es richtig macht. Du stehst hier mit einer Maske. Na gut, ich weiß nicht, in welchem Zeitalter das spielt und ob es auf unsere Zeit auch irgendwo anspielt. Solche Leute gehören geschlagen. Da ist eine Leiche und die wollen Bilder dazu posten. Die musst du prügeln eigentlich. Hä? Wo ist Tao hin? Oh, hi. My brother came back, but he needed to take a call or something. Then Tao got a message too. She went looking for somewhere quiet to try. Okay. Ich bleib bei dir. Oder auch nicht. Mach ich gern. Thanks. I'll just wait here in case Tao comes back. Okay. Der scheint ganz weit nach da hinten gegangen zu sein.
Ist wahrscheinlich mal kurz rausgegangen. Ja, ich speichere. Oh, ich habe mehr Spieldaten. Ich könnte vom Prinzip her, wenn ich wollte, auch privat spielen. Mache ich aber wahrscheinlich nicht. Da, noch bin ich Level 1. Wo könnte er denn sein? Ich wollte hier gerade dieses automatische anschalten. Okay, die erzählen mir nichts Neues, wenn ich sie nochmal anspreche. Wie weit ist denn der gegangen? All right. So word on the street is a bunch of monsters have been seen hanging around this tunnel. Ach ja. Vollidiot. Sheesh. Ceiling's pretty low. Pretty dark in here too. Looks dangerous. Vollidioten. Komm, 5 Meter Regel geht's auch hier. All right. Enough screwing around. Let's go even deeper, yeah? I think we might be onto something big. Hey, what are you doing here? Auch fragen. Ich weiß noch nicht, ob jetzt noch eine weitere Filmsequenz kommt. Jedes Mal, wenn ich es anspreche, ne? Wisst ihr was? Ich mache mich jetzt einfach bei der Filmsequenz klein, weil das Spiel besteht hauptsächlich daraus. So. Ich mache mich dann so klein ungefähr. Dann kann ich wenigstens noch mitreden. Weil wenn das Spiel wirklich fast nur aus Filmsequenzen besteht. Jetzt wirkt mir das Spiel übrigens recht laut. Im Übrigen, wenn man weiß, dort soll ein Monster hausen, dann geht man da noch nicht rein. Oblivious to the serpent's machinations, the mortals of each realm ate the fruit, one after another, without fail. The knowledge they devoured then bound to their souls, birthing humans closer to gods. When the god of law saw this, he banished all humanity from his paradise in a fit of rage. Das ist ein schöner Baum. Humans, you curious creatures infused with precious knowledge. Und jetzt beginnt das Spiel richtig. Know that you are observed by countless demons, waiting for their chance to strike. Ich grüße den neuen Zuschauer übrigens.
So. Ich mache mich bei Filmsequenzen jetzt wirklich ab sofort einfach kleiner. Und jetzt beginnt halt der richtige Spaß. Also bis jetzt habt ihr nicht wirklich viel verpasst, nur die Vorgeschichte. Ich komme zur Rettung! Ich komme doch nicht zur Rettung! How can this be? A human walks among us. This is no place for one such as you. I shall grant you sanctuary. Fortunate an angel of Bethel found you. Were it an agent okay. of chaos in my stead, you may not be alive. Ah, okay, der ist nicht böse, oder wie? And keep still. You will be safe momentarily. Ist der jetzt gut oder böse? Ja, wo sind wir eh nur gelandet? Ich bin in der Wüste. Wo sind die anderen beiden Jungs, die hier waren? So, jetzt darf ich meinen Spaß haben, oder? So, jetzt mache ich mich wieder größer. Jetzt ist ja wieder... Ich darf selber spielen. Nur bei Filmsequenz mache ich mich klein. Was ist hier nur passiert? War das ein Tor zu einer anderen Welt? Wir wissen es nicht. Also ich weiß es nicht, weil ich die Vorgänger nicht gespielt habe. Ich kann übrigens nicht sprinten. Und wenn, dann weiß ich die Taste doch nicht. Ich habe die Taste für die Kameraausrichtung gefunden. Mist. Können wir drüber reden? Ich sehe zwar lecker aus, aber ihr müsst mich nicht anknabbern. Danke für die Hilfe, würde ich jetzt schon mal sagen. Weil die Sequenz kenne ich aus dem Trailer. Hallo. Young man, if you wish to live, take my hand. Okay. Hand ergreifen oder nicken? Ja, ich kann mich nicht entscheiden. Hand ergreifen. Fusion! Soweit ich das gesehen hatte. Jetzt kann ich kämpfen. Nice. Jetzt werde ich euch brutzeln. Sag ich doch.
Nur noch einer ist übrig. So, the Nahubino make themselves known again after all this time. Keine Ahnung übrigens, was ein Nahubino ist. Chase whatever you please. I shall await you in the realm beyond the earth and heavens. Until then, may your newfound power guide your survival. Kann ich fliegen? Ich glaube, ich kann fliegen. So, jetzt beginnt der RPG-Teil. Ja, ich höre dich. Okay. Dann let's go. Ich mein, fertig. Was für Skills habe ich? Ich glaube übrigens, dass das Spiel gerade wieder ein Ticken lauter geworden ist. Okay. Ich habe momentan nur Skills. Omagatuki, Zio und normaler Angriff. Wann habe ich denn 2 Level-Ups gemacht? Au! Ja, jetzt benutze ich wahrscheinlich diese Extraktion hier. Ja, Zio. Ist er schwach gegen Blitze? Ja, ist er. Und das wird das abgespeichert? Ah, wenn ich eine Aktion mache, die schwach gegen die ist, dann kann ich normal angreifen. Und das wird abgespeichert, ob es stark ist. Er frisst halt noch einen Blitz. Ich habe ihn geblitzt. Level up! Okay. Welchen Charakterwert will ich denn erhöhen? Erhöht die Chance auf günstige Ergebnisse diverse Aktionen. Wahrscheinlich, dass ich besser treffe. Erstschlag, Flucht sowie Treffer- und Ausweichchancen. Nee, das macht, dass ich besser treffe. Magieangriffe werden durch Magie natürlich stärker, mehr Leben. Ne, dass ich mehr aushalte. Und natürlich, dass mein physischer Angriff mehr Schaden macht. Ich habe einen Punkt zu vergeben. Ja, dann mache ich als erstes mal Glück hoch, oder? Weil ich bin ein notorischer Pechvogel. All hostile targets eliminated. So, was war das? Additionally, this place is what is now called the Netherworld. Okay, wir sind in der Dämonenwelt. The Netherworld, the place the demons call home. You saw them. They are descendants of the gods of old, known now as demons. Nachkommen von Gottheiten sind heute Dämonen. But do not worry. I, Protofiend Algami, am here to assist you. Proto-Scheusal. Das ist das für eine Bezeichnung von einem Lebewesen. This new body should allow us to fend off the demons. Okay. Let us keep this form until we reach a safe location. Also wir werden uns auch ab und zu trennen. As it should help us get a better grasp of this world. Wo soll ich hin? Dahin. Okay, auf dem Plusknopf habe ich die Karte. Ich habe ein Inventar. Natürlich kann ich eine Party zusammenstellen. Aha, dieses Omagatuki, das macht, dass meine magischen Angriffe stärker sind. Items habe ich logischerweise keine. Doch, ich habe ein Schulhandbuch. Das bringt mir auch so viel.
Ah, okay. Mit der ZL-Taste kann ich mich schneller bewegen. Jetzt kann ich sprinten. Ich habe keine automatische Heilung. Warum mache ich den Naruto-Run dabei? Magatsui? This world is filled with Magatsuhi. Brimming with spiritual power, it is the source of a demon's strength. Okay. The lights you see around us are the crystallized forms of Magatsuhi. Was für komische Dinger? Man, can you not see them? Nee. Perhaps you aren't accustomed to your new body just yet. Focus and try looking again. Okay. Ich fokussiere mich. Ah, Loot. Were you able to see them? Yes, those are Magatsuhi crystals. Okay. Magatsuhi can give us strength as well. If you see any... Also, extrem lootlastig. Grüne Kristalle frischen meine HP auf, gelbe MP und die roten erhalten eine besondere Art, die man für Skills benötigt. Also, die muss ich jetzt nicht durchgehend sammeln. Ah, ich muss nicht mal A drücken in der Nähe. Ich brauche einfach nur dahin rennen. Keine Ahnung, wofür ich die roten sammle. Ich bin auf jeden Fall voll geheilt. Da ich mit B springe, das weiß ich schon. Das steht ja unten rechts. Okay. Bei roten Wänden kann ich mich festhalten. Stand da gerade. Dumm mal los. Was ist denn das für ein Kristall? Ah, das sind Schatztruhen. Okay, die einfach verprügeln. Und was habe ich bekommen? Macker. Jetzt bin ich der Obermacker. Ich weiß, der war schlecht. Gegner? Was ist nur mit Tokio passiert? Ich wollte auch nur nach Hause. Observe, young man. This land is known as the Nether. Ich mache mich offenbar bei Filmsequenzen doch wieder komplett weg, weil Filmsequenzen scheinen jetzt nicht so extrem der Fall zu sein. Ist das nicht der Tokyo Tower? Habe ich eine Zeitreise vielleicht gemacht? Ich frage das untere. I'm afraid I lack the data needed to answer your inquiry right now, young man. All I can remember is that there was a battle here in days past between gods and demons. Okay, Götter und Dämonen haben sich eine Schlacht geliefert. I know this because I was there as well. Despite okay. This, however, the data containing my memory of what followed has been damaged. The only other memory I have is of my mission to protect you. Okay, muss mich beschützen. Young man, perhaps we could make our way to Tokyo Tower. If we could make the last location in my memory, I may be able to remember something else. Das klingt nach einem guten Vorschlag. Im Lauf der Spielhandlung werden dir automatisch gewisse Aufgaben gestellt. Das sind meine Hauptquests. Ich werde aber trotzdem jede Sidequest machen. Ich will ja viel von diesem Spiel haben. Das Spiel hat 60 Euro gekostet, da will ich einiges hiervon haben. Nicht nur hier die Hauptquests, das wäre langweilig. Ein Speicherpunkt? Drachenlinienquell. Das ist ein Drachenlinienquell. A ley line fount is a point from which the earth's energy overflows. Gibt er mir neue Kräfte? It holds not only can it heal those who touch it, but it can also instantly teleport one to another. Ah, das ist auch eine Teleporterstation. Considering the damage sustained in your previous battle, I recommend you verify. Ich bin auch schon voll geheilt. Übrigens, die Friese finde ich mega cool. Well,
a peculiar one, aren't you? Wer bist du denn? Filmsequenz übrigens. You want to know where you are? Why, this is the place I call home. As you can plainly see, I'm a bit of a collector of sorts. It's easy living. What with the riffraff out there and me in here? Still, a demon like you's a first. One body, sure, but I can sense two spirits within, no doubt about it. Pleasure having you. You may call me Gustav. See something you like? It's all yours. For a small fee, of course. Will ich dir diese Sache geben, von der du sie mir abverlangst? So, off to Tokyo Tower, are we? Ah, okay, jetzt kann ich mich wieder einschalten. And you found little old me while trying to harvest the power of the ley line fount, yes? Ja. Then you ought to do yourself a favor and make. Ach, du bist einfach nur der Laden. Und ich habe ja gerade eben Macker bekommen, also kann ich mir jetzt was kaufen. Medikamente klingen auf jeden Fall gut. Das macht einen Statuseffekt weg. Ich habe nur 500. Das sind wahrscheinlich Items, die ich einmalig einsetzen kann und einfach jedem Schaden machen. Fernrohr. Zeig mir Infos, sowas nehme ich gerne. Ich will auf jeden Fall davon zwei haben. Und ich glaube, ich will drei Heilteile haben. Ne, vier. Weil ich mir nichts anderes mehr leisten kann. Und es gibt auch immer noch spezielle Waren. Kann ich dir mein Spielerbuch verkaufen? Nein, leider nicht. Das brauche ich nämlich nie mehr. Meine Schule ist weg. Die ist irgendwo unter den Sand. Okay. Trouble is, they're fickle, and even worse, forgetful. Oftentimes they give up the search and do whatever they please. Okay. If you happen to run across any minds and also. Okay, ich soll niemand finden und zurückschicken. To connect this place to the ley line fount. Feel free to come. Also bei den Teilen kann ich jetzt immer Sachen kaufen. Also, ich werde geheilt, kann hier porten und ich kann hier Sachen kaufen. Okay. Okay. Oh, und ich kann hier speichern. Heilung brauche ich gerade nicht. Okay, zurück kann ich nicht, aber ich kann jetzt nach Mimans suchen. Wie sehen Mimans überhaupt aus? Ernst gemeinte Frage, wie sollen diese Dinger überhaupt aussehen? Muss ich jetzt überall Ausschau halten, in den hinterletzten Ecken, ob die da gammeln? Was ist das da? Ist das ein Miman? Young man. Could that be one of the Mimon we were told about? Mal gucken. Hallo, bist du ein Mimon? Das ist ein Mimon, okay. Du hast 5 mal Gloria erhalten. Was ist Glory? Ist das eine spezielle Währung? Okay. Jetzt weiß ich, wie Mimans aussehen. Sie sind sehr auffällig. Einmal kurz dahin und gucken, was ich jetzt dafür kriege. Okay, was kriege ich dafür?
Onmoraki-Essenz erhalten. This is an essence. It contains the power of a demon. Okay. Make your merry way over to the Soll ich die einfach schlucken und gucken, was dabei rauskommt? Okay, hier steht ja, was ich kriege für jeden. Medizinzeug kriege ich beim nächsten, wenn ich 5 gesammelt habe. Ich weiß nicht, was ich mit diesen Essenzen soll. Ich kann ja mal gucken, ob ich sie nutzen kann. Items. Ah, hier Essenzen. Was mache ich damit? Hallo? Was ist denn das? Ich habe keine Erklärung, was mir das bringt. Dann halt nicht. Oh. Ein Getränkautomat. Ich will ein Getränk, bitte. Ich hätte gerne Cola. Ich habe nur eine Saftdose bekommen. Ich wollte doch eine Coke. Okay, hier gar mit keinem Mimann. Ich weiß natürlich nicht, in welchen Abständen die sind. Hier auf der Treppe gar mit aber einer. Keine Ahnung, was ich mit Glorie soll. Aber irgendeinen Sinn wird das schon haben. Die leuchten nicht. Die sind einfach nur rot im Hintergrund. Ich werde bestimmt den einen oder anderen übersehen. Oh, ein Ratschlag von Aogami. Oh, ich kann dem ohne jetzt Mitstreiter gewinnen. Das war das spezielle Feature, was ich zum Anfang ansprach. Lebensstein? Muss ich die sammeln, um überhaupt irgendwen als meinen Kameraden zu gewinnen? Ja, ich brauche die, glaube ich. Also Lebenssteine, falls ich kaufen kann, immer kaufen. Und mein erster Mitstreiter wird eine Fee sein. So, setze ich den jetzt ein. Ich versuche den zu bequatschen, wir spielen Undertale. Sprech mich an, so, oh, wie kann ich? Oh, ja, ich will, dass du mitkommst. Ich soll was antworten, was dir gefällt. Okay. Ja, du bist süß. Könntest ruhig ein bisschen eine andere Frise haben, aber ansonsten ganz putzig. Ja, bitte. Okay. Okay, was willst du von mir haben? Ah, ein Lebensstein. Hier, nimm den. Okay, können die auch was anderes verlangen als einen Lebensstein? Oder verlangen die wirklich jedes Mal einen Lebensstein? Aber schön, dass ich sie jetzt auf meine Seite holen kann. Ich habe Undertale gespielt. Ja, ich habe sie bequatscht, dass sie sich mir anschließt. Und ich sie nicht umbringen musste. Ich weiß, dass man sie auch fusionieren kann irgendwie. Und ein anderes Vieh dabei rauskriegt. Okay, 3 weitere Dämonen können am Kampf teilnehmen und die Rest sind auf der Ersatzbank. Okay, da gibt es wahrscheinlich schon irgend so eine Tierlist, welcher wie gut ist. Analyze. Ah, die hat Heilfähigkeiten. Okay, das klingt schon mal praktisch. Keine Ahnung immer noch, was ich mit dir soll.
Ich müsste mal kurz im Laden gucken, bei dem Typen. Kann man jetzt Lebenssteine bei dem kaufen oder muss ich die wirklich finden? Ich versuche, durch einen Zaun zu rennen. Wir sind zwar ein übernatürliches Wesen jetzt, aber ich kann nicht durch einen Zaun rennen. Das funktioniert nicht. Und eigentlich wollte ich zur Kaverne, um zu gucken, ob ich jetzt Lebenssteine kaufen kann. Was willst du haben? Ach so, das Relikt aus dem Getränkautomat. Der will die Dose haben? Warte, ich gebe dir erstmal die Dose. Du gibst mir nämlich 60 Macker dafür. So, jetzt gucken. Lebensperle kann ich kaufen. Aber keinen Lebensstein. Ja komm, dann nehme ich noch ein Medikament mit, weil ich nicht weiß, wann ich den nächsten von diesem komischen Brunnen finde. Beziehungsweise Quellen. Ich habe jetzt ein Healer-Team. Ich gucke einmal kurz da oben, ob ich jetzt vielleicht doch einen Miman vergessen habe. Weil ich immer noch darauf tippe, ich werde so schnell so viele von denen übersehen. Dämonen! Ja, von hinten einmal drauf kloppen, oder nicht? Ja, dann kann ich angreifen, nur dass die angreifen. Captain ausspielen. The enemy may very well gain the initiative instead. Observe the enemy's movements. Ja, einfach vorher einmal kloppen, dann geht's. Dann kann ich zuerst sie verprügeln. So, ich habe hier gesehen, auf der Karte, hier ist was zum Mitnehmen. Eine Lebensperle, jetzt kann ich mich einmal wiederbeleben. Und das Schöne ist, Dämonen-Items und sonst was werden mir verschieden auf der Karte angezeigt. Ich müsste auch mal darauf achten, ob mir Miemanns auf der Karte angezeigt werden. So, Pixie, dann bestreiten wir mal diesen Kampf. Aha, jetzt sehe ich, wofür das rote Magazui da ist. Da oben ist so eine Leiste. Ich versuche mal einen zu bequatschen. Weil ich einer bin. Ich bin hier umgezogen. Ja, natürlich dachte ich das. Habe ich nicht. Na gut, dann nimm ein bisschen was von meinem Leben. Die 13, ich habe da rechts ein paar Kugeln gesehen. Yay, ich habe jemanden in mein Team geholt. Ist der Kampf danach eigentlich automatisch vorbei, oder? Ja, das beendet den Kampf. Okay, easy. So, jetzt können wir ruhig kämpfen. Erstmal gucken, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ein normaler Schlag bei euch sinnvoll ist. Zio! Zio hat Schaden gemacht. Okay. Pang. Ja, macht kaum Schaden. Und der Schleim, du musst doch Giftattacken haben, oder? Was macht Ausfall? Okay, wieder mal Zio. Wenn ich A drücke, kann ich es beschleunigen. Ich brauche deinen Heal. Autsch. Ja, nochmal Zio. Und weg ist er. Haben irgendwie alle eine Elektrizitätsschwäche. Und ich habe einen Lebensstein bekommen. Aber sie verlangen nicht immer einen Lebensstein. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Ich glaube, ich kann bei denen nicht einstellen, was die jetzt skillen.
Also bei denen hier. Nee, ich kann das nicht beeinflussen. Nur bei mir selber kann ich das einstellen. So, hier waren ein paar von diesen Mahazuhis, oder wie die Dinger hießen. Immer ein bisschen rumgucken, ob hier irgendwo so ein komisches rotes Ding ist. Das aussieht wie eine Teetasse. So, hab mir ein bisschen was gegönnt. Da ist wieder ein Relikt. Die werden mir nicht auf der Karte angezeigt. Ich muss die selber finden. Hi. Ich versuche mal, einen von euch auf meine Seite zu holen. Hallo. Beruhig dich. Warum ist dein Haar so lang? Ich strebe stets nach Harmonie. Das war nicht die richtige Entscheidung. Aber ich wollte es einfach tun. Ich glaube, ich kann mehrmals ansprechen. Dostoma kann bei einem Gegner Trugbildzustand auslösen. Ich versuche es nochmal mit dem Bequatschen. Daneben! Ich kann sie nochmal bequatschen. Ich starre dich an. So sehe ich nun mal aus. Ah, jetzt kann ich ihn bequatschen. Hab ich leider nicht. Gönn dir. Ich habe einen Spuk in meinem Team jetzt. Okay, damit habe ich schon mal drei verschiedene Viecher in meinem Team. Und mein Team auch voll. Wird auf jeden Fall nützlich sein. Ich werde jetzt aber nicht jedes Vieh fünfmal mein Team holen, ne? Er kam nicht zum Angriff mir gegenüber. Ja komm, auf dich schlage ich nochmal. Du bist tot, wenn ich dich mit allen einmal schlage. Ich müsste nur gucken, was Preta kann. Was hast du denn so? Du kannst beißen. Ja, bei ihm ist kritischer Treffer mit seinem Angriff viel höher. Erstmal alles hier verkloppen. Also für YouTube werde ich wahrscheinlich Kämpfe, die man schon gesehen hat, rausschneiden. Ich bin erstmal sparsam mit der MP. Erstmal den in der Mitte weg. So, Ausfall! Und komm, beiß den Schleim, auch wenn es ekelhaft ist. Ich finde das mit seiner Friese immer so schön. Also mit seiner Fratze, dass die immer so runterhängt. Komm, ich und der Pixie schaffen den zu zweit. Oh, guck mal, jetzt guckt er unglücklich. Was macht der Puckwitz-Zustand eigentlich? Wofür ist er nützlich?
Also ich kann mir vorstellen, dass sie ein weniger treffen. Man sieht es nicht. Okay. Ich tippe einfach mal, er trifft weniger. Magatsuhi ist voll. Er kann das Ziel verwechseln. Dann kann ich dieses Omagatuki einsetzen. Okay. Hab einen Crit gemacht. Nice. Und du lernst jetzt Zan. Eine Windattacke offenbar. Sollte ich mal ja auch noch fertig. Komm, wir sammeln das ja. Omagatuki. Ah, jetzt trifft alles kritisch. Sayonara. Fast ein One-Hit. Zan. One-Hit. Gut, dass ich auf den anderen gezielt habe. Weg mit dem da. Und wenn das jetzt garantiert kritischer ist, dann muss es doch beißen jetzt auch richtig stark sein. 62 sogar. Okay, das ist richtig stark. Ein Level up. So, jetzt habe ich hier wieder einen Punkt. Ich mach mal meinen physischen Schaden höher, weil ich nicht unendlich MP habe. Ja, bei dem macht sich automatisch was sich erhöht. So, jetzt hat er auch eine Giftattacke. Der kriegt Bufu. Das ist eine Eisattacke, wie es vom Bild her aussieht. Und das wäre geritzt. Ich gucke jetzt erst in der Richtung, was da noch so ist, ne? Hi. Nur zwei von denen. So, die MP spare ich mir jetzt wirklich mal auf. Ich habe nur 26. Ich kann mir gut vorstellen, dass gleich ein Boss kommt. Los geht's, Zan. Ich will mal übrigens hören, wie gut hört man mich eigentlich. Gut, weil ich bin mir da vor Anfang des Streams, vor allem beim neuen Spiel, nie richtig sicher. So, Poisma. Ah, einfach nur vergiften. Fufu. Aber wenn das bei dir kaum Schaden wahrscheinlich macht. Will die Angriffe ja sehen. Ein Angriff und du bist weg. 10 AP macht das. Ich glaube, ich gehe mal eben kurz zurück. Krakukaya habe ich gerade bekommen. Mach mal Karte. Ich gehe mal eben kurz zurück und lasse mich heilen, damit ich MP wieder voll habe. Zumindest hoffe ich, dass es die MP füllt. Haben mir die Kämpfe jetzt eigentlich auch Maka gegeben? Ja, mehr oder weniger. Es hält sich in Grenzen. Aber bisher macht mir das Spiel Spaß. Also ich bin generell so ein Fan von RPG-Spielen, auch wenn sie sehr, sehr zeitlastig sind. Vor allen Dingen, weil man immer grinden muss, vom Prinzip. Ah, das kostet mich aber Geld, um alle zu heilen. Muss ich mir merken. Heilen ist nicht kostenlos. Sollte man nur machen, wenn man Krösus ist. Hier, nimm die Saftdose. Nee, ich spare mir mein Geld jetzt mal. Und speichere auch mal eben kurz, dass ich jetzt hier so viele Kameraden habe.
So, ich gucke mir jetzt erst den linken Weg an, weil rechts geht's ja weiter. Ah, die Gegner respawnen auch, wenn ich da hinten einmal bin. Na komm, jetzt lasse ich euch mal in Ruhe. Wir spawnen auch hier. Ich wollte gerade fragen, ob hier die Getränkautomaten den Inhalt respawnen. Ich dachte kurz, der eine wäre größer als der andere. Oh, ich kann hier aufs Gebäude drauf. Ja! Endlich fühlt man sich wie in einem richtigen Anime. Oh, ich muss da einen Sprung schaffen. Und hätte ich gewusst, dass da hinten jetzt so viele Kugeln sind, hätte ich jetzt nichts ausgegeben. Komm, komm, komm. Ja, gerade so. Medikament erhalten. Ich mache erstmal den Kampf, der da rechts bzw. links auf mich wartet. Ja, genau, den Kampf hier. Dann lohnen sich die Kugeln mehr. So. Sio auf den da. Der sollte jetzt mit einem normalen Angriff tot sein. Ah, mit Hakukaya kann ich die Abwehr von jemandem steigern. Das war ein One-Hit, das weiß ich noch. Oder auch nicht. Vorerst mal ist vergiften. Ich mach dich zuerst weg. So, ein Bufo ist ein Eisangriff. Mach den da jetzt erstmal weg. So, zusammen mit Sun ist ein, das ja One-Hit, ne? Tschüss. Einer ist noch übrig. So, los geht's, Preta. Nutz Bufu. Ich habe ihn weggefroren. Lass mal den Rest von euch kurz stehen. Da geht's auch irgendwo hin. Oh, hier ist jemand zum Reden. Hallo, wer bist denn du? Hallo, ich bin Mokoi. Okay. Die schicke E23, irgendwas Serie. Okay. Also hier ist Sackgasse auf jeden Fall, sagte der mir. Da oben ist niemand, sehe ich gerade. Ab nach Hause mit dir. Ah, okay. Je nach Mond sind die Gegner auch noch anders, oder wie? So, ich habe 3 Mimans bisher gefunden. Dann verkloppe ich die jetzt mal eben kurz. Erstmal dich. Mit Zahn mache ich dich weg. Und den anderen kann ich wegfrieren. Easy. Level up. Ich wusste, dass hinter mir noch einer gammelt, deswegen habe ich da mal hingeschlagen. Ja, hier dasselbe jetzt eigentlich, ne? Wie macht die Pixie jetzt eigentlich mit einem normalen Angriff? 14. Ah, ich kann normal angreifen. Ich habe eh den Erstschlag gehabt. So, muss ich wenigstens keine MP verschwenden. So, und einer ist hier noch. Ist auch ein Duo. Oh, da ist ein neuer Dämon. Level 10. Aramaitama. Mitama. Ich kann den nicht bequasseln.
Oder muss ich ihn einfach nerven? Vielleicht, wenn ich den ein bisschen verkloppt habe? Ich mach mal kurz die anderen platt. So, weg mit dir. Das Ding konnte ich nicht bequasseln. Aber ich konnte es auch nicht angreifen, wirklich. Ich wusste ja auch nicht, dass es abhaut. So, wieder Vollgehalt. Abgesehen von der MP bei Preta. Immer gucken, ob hier irgendwo so ein kleines rotes Biest auf mich wartet. Hopp. Ich will die Kiste haben. Eine Preta-Essenz erhalten. Okay, und was mache ich damit? Gebe ich die einfach denen hier? Nee. Ich kann sie halt auch nicht verwenden, ne? Keine Ahnung, was ich mit den Essenzen soll. Hier ist jedenfalls kein Miemann. Wir gucken uns noch an, was da hinten in der Sackgasse ist. Da liegt einer. Und gräbt in der Erde rum. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit Chlorie soll. Ich halte mir das nochmal kurz rechts offen. Dann gucke ich erst hier rein, falls da irgendein starker Gegner wartet. Und links ist ja richtig viel zum Quasseln. Young man, I'm detecting several demons. Okay, er ortet jede Menge Dämonen hier. Pretas! They don't appear to be dangerous. Perhaps you can try speaking with them, if you are willing. Okay. Hier kriege ich Subquesten. Okay, die haben immer Hunger. Gerade jetzt haben die nichts zu essen. Okay. Die verhungern hier. Nee, ich bin keiner von euren Kumpeln. Ich kann mich nach denen umgucken. Sie sollen ihr Fettarsch hierher bewegen, wenn ich sie sehe. Okay, und was finden wir hier? Ein Schatz. Und ein paar Schleime, die oben auf mich warten. Jetzt bestimmt, genau, alle runterspringen. Und jetzt darf ich mich freikämpfen. Einmal Angriff. So, Zahn auf einen anderen. Dann kann ich den nämlich gleich one-hitten. Und Bufo auf einen anderen. So. Mit Zeo kann ich jetzt den hier one-hitten. Nein, 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 nee, nicht San. Wir machen einen ganz normalen Angriff. Perfekt. Kann ich meine neue Fähigkeit kriegen? Ich mache jetzt mal meine Magie stärker.
Er hat Lebensentzug jetzt gelernt. Okay. Ja, ich muss mich hier rausprügeln. Ja, die kann ich einfach verkloppen. Oh, ich hatte nur eine Runde. Okay, vielleicht zwei. Nee, doch, nur eine. Ach, das ist zu einfach. Den lasse ich mal kurz in Ruhe. Dann stelle ich den zweiten nämlich vor. Ich hatte doch hier den Erschlag, oder nicht? Zack, Crit sogar. Direkt den nächsten. Auch wieder verprügeln. Kann ich hier vielleicht diese Essenz einsetzen? Nö. Vielleicht braucht man die später für irgendwas. So, einer schon mal weg. Ich habe hier eine Präter-Essenz. Kann der Präter vielleicht die Essenz einsetzen? Nö, der kann... die Monster können gar keinen Items einsetzen. Leichter Allmachtschaden mit HP-Entzug. Okay, das heilt die sogar recht gut. Also für den Anfang. Hinterher ist das wahrscheinlich eine richtige Scheißfähigkeit. Da sind ja immer noch zwei. Drei. Ja, bei euch benutze ich mal Skills. One Hit. Dann wahrscheinlich auch One Hit. Nee, doch nicht. Aber Bufo ist wahrscheinlich ein One Hit. Lebensentzug ist auch stark bei denen. Und wenn ich die einmal in der Gruppe habe, sehe ich offenbar generell, gegen was die schwach sind. Ja, du bekommst keinen Skill. Ich kriege einen Spuk-Talisman, wenn ich die rette. Okay. Ach so, dich muss ich noch verkloppen. So, dann mache ich euch jetzt mal fertig. Ja, bei euch kann ich ja einfach draufschlagen, ne? Ihr haltet ja nicht mehr viel aus. Oh, mit 2 HP hat er überlebt. Warum nutze ich Zio? Ich wollte eigentlich normal angreifen. Okay, jetzt muss ich Peter suchen und die zurückschicken. Und dann nochmal hier hin. Oder habe ich jetzt schon erfüllt? Bedeutet das Grüne, ich habe sie erfüllt oder ich bin die gerade am Machen? Nee. Autoheilung kann ich ja mit Pixie machen. Wäre schön, wenn ich den Namen geben könnte. Jetzt muss ich nach so komischen Pretas Ausschau halten. Das sind Pixies. Ich habe bisher gegen keine Pixie wirklich gekämpft, ne? Oh, gleich 6 von denen. Die haben aber nicht viel Leben, ne? Die haben gegen fast alles keine Abwehr. Und nur Schatten, ich nehme zumindest an vom Symbol, dass es Schatten ist, scheint denen Schaden zu machen. Ich will mal Rakukaya sehen. Abwehr gesteigert. Okay, Ausfall. Bei dir.
32. Ich mach mal den jetzt fertig. Eine Fee weniger. Nur noch 5 zum Kloppen. Oh, und die heilen sich natürlich. Ja, wenn sollte ich einen einfach finishen. Also immer die Angriffe konzentrieren bei den Feen. Die können das gezielt sammeln? Stimmt, was passiert eigentlich, wenn ich den Zug weitergebe? Ich mach das einfach mal bei jedem. Ich glaube, das hat jetzt keinen großen Unterschied gemacht. So, ich muss den finishen, bevor der geheilt werden kann. Ich mache meinen Giftzustand auf irgendeinen anderen. Bei Peter greift er jetzt nur an. Und dann finish ich den hier. Aua. Ich hoffe, die geben wenigstens gut XP. Daneben. Ich bin mega stylisch natürlich ausgewichen. So, du bist verletzt. Schade, kein One-Hit. Okay, ich versuche noch einen zu finishen in dieser Runde. Ausfall auf den da. Und Lebensentzug, weil du schon ein bisschen Schaden genommen hast. So, und ich bin noch einen losgeworden. Ja, jetzt kann ich einfach vernichten, ne? Einfach A drücken. Ich kenne ja jetzt die Angriffsmethode, wie ich die fertig machen muss. Dann sind die easy. Der hat keine MP mehr. Ja, bist alleine, ne? Was willst du machen? Du heilst dich einmal selber, das bringt dir nichts. Ich hau dir das in einer Runde komplett raus. Oh, die Pixie hat sogar mal einen Crit gemacht. Die haben ordentlich XP gegeben. Ich greife die anderen beiden auch noch an. Die andere Gruppe, meine ich. Wehe, du bist solo. Nur 2. Darunter ist einer ein Präter. Ja, das ist easy. Ich kill natürlich erstmal die Pixie. Der ist übrigens schwach gegen meinen Zahn. Hätte ich getroffen, ne? Dann hätte es Schaden gemacht. Ich muss jetzt die Fee finishen eigentlich. Bevor die sich heilen kann. Zack. Du heilst dich nicht. So, nochmal ein Zahnversuch. Oh, das hat richtig gut Schaden gemacht. Und tschüss. Ja, mir gefällt das Spiel auf jeden Fall. So, ist hier noch irgendwas? Vielleicht ein Miman oder irgendwas anderes? Ich habe mich auf jeden Fall ein bisschen geheilt. Ah, da ist ein Miman. Gut, dass ich hier nochmal lang gelaufen bin. Vielleicht sind es die, die hier immer auf der Straße auf mich warten. Dass das ihre Kollegen sind. Vielleicht soll ich die ja eben kurz bequatschen. Ah, okay. Ich habe gerade jemanden instant in mein Team geholt. Dabei wollte ich das nicht mal. Was hat mir das jetzt gebracht, dass ich den angequatscht habe?
Kann ich so einfach instant den Kampf beenden? Ich bequatsche ich nochmal. Ach, dann kriege ich Items von denen. Aber dafür kriege ich keine XP, okay. So kann ich mir aber entscheiden, will ich jetzt ein Item von denen haben oder will ich XP haben? Wenn ich weiß, die geben mir eh kaum XP, kann ich dann auch einfach stattdessen das Item nehmen. Und so hätte ich ja auch die ganzen Schleimkämpfe eben kurz einfach skippen können, weil ich weiß, die geben eh kaum XP. Vor allem, wenn die eh solo sind. Lohnt sich reden mehr. Aber es ist nicht safe, dass ich hier was von denen kriege. Komm, gibst du mir was? Leider nicht. Ja komm, die nächste Gruppe bringe ich um, damit ich endlich mein Level up habe. Ist hier oben noch irgendwas? Nee. Kann ich ja weiter. Soll ich mich eben kurz heilen? Ich soll zumindest den Spuk einmal heilen, weil er einfach kaum MP noch hat. Und mich auch einmal. HP sind ja zum Glück voll. Ich glaube, ich habe auch 5 Mimans jetzt gefunden. Also lohnt sich auch ein Besuch bei der Kaverne, glaube ich. You brought Marker? Very nice. Ja, ich habe 5 gefunden. 3 Lebenssteine. 3 Medikamente und 3 Amrita-Trinke. Ja, hat sich gelohnt. Infos bei einem Gegner. Ich hole mir mal davon eins. Okay, das macht nur, dass ich weniger Schaden kriege. Ja, lohnt sich dann hier nichts. Ja, dann heile ich einfach mein Team einmal komplett voll. Und speichere auch einmal ab. Also für YouTube schneide ich wirklich die Kämpfe, die man schon gesehen hat, raus. Außer ich zeige da irgendeine Fähigkeit von mir. Nur beim ersten Stream lasse ich das jetzt mal wirklich uncut. Aber für die zukünftigen Streams sage ich das jetzt mal. So, da sind ein paar Schleime. Eine Gruppe davon wollte ich umbringen. So, euch kann ich einfach verkloppen. Ich glaube, selbst die Pixie macht mittlerweile 20. Easy. Level up für mich. Kann ich auch mal eine neue Fähigkeit kriegen? Ich glaube, Glück macht einfach nur, dass ich öfter einen Crit mache. Also mache ich das mal auf 10, dass ich mehr Crits mache. Dann von euch erwarte ich Items. Die flüchten vor mir! Ich bequatsch mal den Linken. Vielleicht macht es ja einen Sinn, den zu bequatschen, der diesen Spawn noch bei sich hat. Er hat mir Geld gegeben. So. Ich bequatsch dich. Gibst du mir auch Geld? Er hat mir 41 Marker gegeben. Also immer den bequatschen, der diesen Spawn bei sich hat. Das macht am meisten Sinn. Sind das die Praetors, die gesucht sind? Oh, ist Filmsequenz. You don't want to eat me? Not a lot of flavor, you know? Trust me.
Ich glaube, du siehst für die sehr lecker aus. Ja, mach ich. Ich bin einer, der nicht so gesprächig ist. Sehen das die ich nach Hause schicken soll? Dämonen bauen mit der Zeit Magatsuji auf und die Magatsuji-Anzeige füllt sich. Dann kriege ich Magatsuji-Skills ab. Ja, dann nutze ich jetzt meine und haue ich aufs Festbrett. Einfach nur, weil ihr hier dieses wunderschöne Vieh töten wolltet. Warte mal, Status. San ist stark bei denen. Tschüssikowski. Ich hätte sie auch bequatschen können. Was bist du? Seriously, thanks. You really saved me back there. Huh? You know, now that I think about it, I like totally had the judgment to ask for your help. So doesn't that make me awesome too? Okay, never mind then. Like you deserve thanks anyway. The only reason I'm alive is because I asked you for help, and you know it. Don't ich hätte dir auch so geholfen. Jo. Ich frag mal, ob es ihr gut geht. You're worried about me? Oh, you're yep, I'm just fine. All good over here. Wait. Okay. I just realized I've never seen you before, huh? Well, oh, ich bin neu in der Gegend. Where are you headed? Young man, there are demons in this world that feign kindness to prey on you. Okay. Hey, you're leaving? Na, ciao. Well, fine. See if I care. Okay. Seid ihr jetzt die Prätas, die ich suchen soll? Nee. Ich bekämpfe dich jetzt nicht. Hallo, ich will das da bequatschen. Okay. Oh, neuer Gegner. Von dir habe ich, glaube ich, auch eine Essenz. So, dann bequatschen wir mal diesen Onmoraki. Ich nähere mich ihm mal. Okay, was wir da haben. Nimm lieber was anderes. Ja, die Macke kannst du ruhig haben. Ich habe einen Onmoraki in meinem Team. Ist wahrscheinlich besser als der Schleim. Mal gucken, was kann der denn? Analyze Onmoraki. Der hat Feuerfähigkeiten. Das war's auch schon. Nee, dann lieber warten, bis der Fähigkeiten hat oder nicht. Obwohl ich jetzt auch nicht weiß, wie viel von denen ich jetzt auf der Ersatzbank lassen kann. Also ja, da ist ein Stock von 6, aber... Wer weiß, wie viele ich in Wirklichkeit hinterher haben kann.
Das da vorne sieht mir übrigens stark nach Boss aus. Ich würde den gerne heute noch machen und dann für heute Schluss machen. So, jetzt will ich einen von euch mal richtig bekämpfen. Den Rest bequatsche ich. Was ist das in der Mitte schon wieder? Ein Takimitama. Geh kaputt. Ich kann damit nichts machen. Aua. Kann ich es wenigstens bequatschen? Einfach lang genug angreifen und irgendwann klappt's? Oder wie darf ich das verstehen? Ich finische die da auf jeden Fall mal. Ausfall aus den da. So, einer weniger. Muss ich rausfinden, gegen was der schwach ist. Der ist geflüchtet. Wir werden es nie herausfinden. Ja, den letzten kann ich einfach so verprügeln, ne? Weil wir machen mehr als genügend Schaden in der Gruppe. So, kriegt der auf der Ersatzbank jetzt auch XP? Der kriegt auch XP. Ich brauche den nicht im Team lassen. So, die restlichen beiden bequatsche ich, weil die geben kaum XP. Okay. Ich verklopp erstmal die Luft. Dann bequatsche ich einen von euch. Ich bequatsche dich. Und ich habe nichts bekommen. Ist hier noch niemand? Einmal so kurz umschauen. Das ist, glaube ich, der Präter, den ich einsammeln soll, oder nicht? Da weiter hinten ist der Auftrag. Sie flüchten! Sie flüchten schon vor mir! Braucht sie gar nicht mehr bekämpfen. Wollte schon sagen, hier hinter geht's doch noch weiter, also ist hier doch safe was. So, wieder einen von denen gefunden. Ich bekämpfe diese komische große rote Kugel noch. Und dann ist für heute auch erstmal vorerst Schluss. Ja, hier ist wieder so eine Quelle. Ich dachte erst, das wäre eine Filmsequenz. Ist es eigentlich auch okay, dann doch. Habe ich jetzt was Neues freigeschaltet? You have arrived. All of this time waiting. And only now does one possess the power to see me. Wunderschön. Who has awakened to their true form through the reunion of knowledge and life, a Nahobino. I am Sophia. I have come from a plane far beyond this one to act as a guide to both the world and the Nahobino. Hallo Sophia. However, I see now that although your power should rival that of the gods,
It is unstable, incomplete. Okay. Allow me to awaken some of that which still slumbers within. Let us see what you hide. Dann zeige ich mir meine verborgenen Kräfte. Was habe ich bekommen? You now possess the means to gain essences, allowing you a myriad of powers and miracles, the ability to. Ach, jetzt bringen die Essenzen erst was. Henceforth, you shall traverse Dot and gather these essences along with Glory, as these are the very source. Ah, und Glory bringt mir jetzt auch was. These shall be your source of power as a Nahobino, and will surely aid you on your path to godhood. Okay, jetzt kann ich mich zeigen. Ja, ich habe bereits eine Essenz. Okay. In Apothesen finde ich jetzt die Option Essenzfusion. Dann kann ich Dämonen-Skills lernen. Ja, Wunder lernen. Öffnungszug. Dann kriege ich offenbar einen Booster bei der Anzeige. Manchmal halte ich einen zusätzlichen Relik, das ist generell praktisch. Mehr Geld. Level Up erhöht jetzt meine HP und meine MP. Ah, okay, und mit 50 Glory kann ich dann meine Fähigkeiten noch weiter verbessern. Okay. Ich hätte gern meinen Zeo-Skill und einen Aki-Skill. Ja. Ist jetzt das Vieh weg? Nö. Deinen Ausfall hätte ich jetzt nicht so gern. Dir hätte ich aber gern. Dass ich mich auch heilen kann. Patra brauche ich jetzt nicht so dringend. How is this? Und vom Preter. Nee, beißen hätte ich nicht so gern. Ich hätte gern Bufu gehabt. Aber ihm könnte ich Ausfall draufpacken. Und bei ihm beißen. Und was kann ich bei dir draufpacken? Dass du Beißen hast. Oder Ausfall. Und beim Pixie passt das ja überhaupt nicht. Ja. Dann gebe ich dem Onmoraki einfach Beißen und das ist dabei gut. So, gönn dir noch Ausfall. So, jetzt weiß ich wenigstens, wozu die Essenzen gut sind. Return. Well, well, made it to Mita's ley line found. Ja, habe ich hingeschafft. Let you in on a little secret. Quick trip through the ley line crossing and you'll. So, und jetzt kann ich zwischen diesen Dallen hin und her reißen. Ja, ich habe einen Teleport freigeschaltet. So, den Bosskampf da vorne würde ich gern noch machen. Zumindest schätze ich, dass das ein Bosskampf ist. Young man, I'm detecting the presence of. That is what is known as an abscess. Das ist ein Abszess. It is a nest of demons that have been drawn together.
Ach, das ist kein Bosskampf, da sind spezielle Gegner. But we will need to destroy it if we want. We should be able to proceed given our current fighting capability. However, if you... Ich guck mal kurz, haben alle alles voll? Vom Prinzip her sind wir voll. Mehr oder weniger. Ich gehe direkt auf das Abszess los. Oder muss ich die Viecher bekämpfen? Nee, ich kann das Abszess bekämpfen. Kann ich die bequatschen? Nee, hier kann ich nicht reden. Agi! Ja, Feuer ist bei denen stark. Zahn natürlich nicht. Und weg mit dir. Ich sagte weg. Natürlich muss man alles austesten. Feuer macht denen am meisten Schaden, deswegen. Zack. Den Schleim würde ich eigentlich gerne auswechseln, ne? Aua. So. Die beiden habe ich jetzt mal ausgetauscht. Ich glaube, der bringt mir mehr. Die sehen mehr so aus wie so ein... Ach, wie hießen die nochmal? Wie so... diese... Spaß machen, die man früher auf den... Königshofen hatte. Ich komme gerade nicht auf den... Namen. Liegt es auf der Zunge. Ach. Wie hießen die doch mal? Polimpa lernst du. Ein Giftskill, wenn ich das richtig sehe. Der hat mir eine Essenz gegeben. Und diese Abszesse habe ich fertig gemacht. Ah, dadurch kriege ich mehr Sachen, die ich freischalten kann. Ja, damit habe ich das jetzt geschafft. Well done, young man. Let us... Okay, das ist geschafft. Ich gehe jetzt zurück. Guck mal, wie viel diese zwei Dinger kosten. Welcher Schatten war das? Ja, durch die Zerstörung von Abszessen habe ich jetzt die Sachen freigeschaltet. Damit kann ich dann Wunder lernen. Dämonischen Fähigkeiten. Damit habe ich mehr... Es geht dort für Verbündete oder Dämonen. Aus Essenzen kann ein zusätzlicher Skill gewährt werden. Ja, das hätte ich gern früher gehabt. Dann hätte ich die Skills noch gar nicht rübergeholt. Ja, ich hole mir dann auf jeden Fall Gottes Schoß erstmal. Dann kann ich einen mehr bei mir haben. So, dann speichere ich jetzt. Und leg den Controller beiseite. Ich hoffe, dass jeder Spaß beim Zusehen hatte. Wenn ja, bei Twitch ein Follow da lassen, bei YouTube ein Abo. Ich mache hier jetzt fürs erste Schluss. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter.
Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!